und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mittlerweile haben wir jetzt Samstag. Bevor es dann morgen zum großen Finale noch was ganz Besonderes gibt, gibt es heute erstmal wieder ein Workout, ein Bodyweight-Workout, nämlich The Descent. Das ist wieder ein Nike Training Club Workout. Eigentlich wollte ich meine Freeletics-Woche abschließen, aber leider hat Freeletics diesen Online-Zwang, das heißt den Coach kann man nur abschließen, wenn man eine Internetverbindung hat. Das ist hier im Keller nicht der Fall. Also kann ich meine Coachwoche nicht abschließen und muss alternativ zu diesem Nike-Workout zurückgreifen. 39 Minuten dauert das, laut der App. Das ist ein ziemlich gutes und umfangreiches Bodyweight-Workout. Fortgeschritten ist das Level von der Einstufung, also so mittel. Gestern habe ich ja ein Profi-Workout gemacht und von der Intensität auch nur moderat. Weil morgen gibt es einen sehr intensiven Tag, sage ich mal. Für den Sonntag habe ich mir nämlich was ganz Besonderes überlegt, weil es ja auch das letzte Video ist. Ja, und jetzt geht's los. The Descent, Nike Training Club. Und danach melde ich mich natürlich nochmal mit weiteren Infos zu morgen. Und natürlich auch, wie das Workout hier gelaufen ist. Let's go! So, das Workout habe ich jetzt beendet, habe knapp 25 Minuten nur gebraucht, 39 waren angegeben. Ich kannte das Workout aber auch und kannte die Übung und wusste, wie anstrengend das ist. Also ich bin schon auf einem ziemlich guten Fitnesslevel, deshalb konnte ich die Übung insgesamt auch alle etwas schneller ausführen. Ja, war eigentlich ein ganz gutes Workout noch, nicht zu anstrengend, 350 Kalorien knapp verbrannt jetzt beim Workout. Morgen kommt dann das große Finale, also deshalb wollte ich es heute auch nicht übertreiben, sonst hätte ich jetzt noch 100 Burpees gemacht. Noch ein, zwei Sachen jetzt zum großen Finale morgen. Es hat auch mit Burpees zu tun. Ihr könnt ja einfach mal unten in den Kommentaren raten, was ich morgen machen will zum Abschluss dieser 7-Tage-Trainingswoche oder auch dieses 7-Tage-Trainingstagebuchs. Ihr könnt es ja einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, was für Ideen ihr habt oder was für Vorstellungen ihr habt, was ich denn morgen am Sonntag für ein Workout machen will, beziehungsweise was ich da machen will. Ich gebe euch nur den Tipp, es hat auf jeden Fall mit Burpees zu tun. So, das war's jetzt von mir. Wir sehen uns morgen wieder am Sonntag zum großen Finale. Bis dahin, ciao!